Herr von Mengers. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, meine Damen und Herren, die Verwaltung hat da einige gute Vorschläge schon gemacht, wie damit umgegangen werden soll. Ich würde aber gerne zusätzlich noch anregen, dass man unter anderem die schlesische Landsmannschaft und den Bund der Vertriebenen mit in die Planung für die Festlichkeiten mit einbezieht. Denn obwohl 1990 große Teile Deutschlands vereinigt wurden, muss man eben auch anerkennen, dass der deutsche Ost seit über 70 Jahren und immer noch unter Fremdherrschaft steht. Und der jährlich stattfindende Ostdeutsche Markttag auf dem Münsterplatz, der hält das Andenken an diejenigen wach, die vor Jahrzehnten vertrieben und ermordet wurden und deren Boden, wie gesagt, immer noch unter fremder Herrschaft steht. Und ich finde, der deutschen Einheit kann nicht gedacht werden, ohne dass auf diese historischen Tatsachen aufmerksam gemacht wird. Vergessen bedeutet Verrat. Vielen Dank.